Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Game Blamer. Ja, ich habe euch schon mal ein Video gezeigt, wie man Relikteisen kriegt. Allerdings ist die Grundvoraussetzung dafür ja, dass diese eine Kiste auf jeden Fall da ist, wenn man in diese U-Bahn kommt und kein anderer Mensch in der Nähe ist. Naja, dann habe ich mir überlegt, ich zeige euch jetzt mal ein Video, wie ihr noch besser Relikteisen farmen könnt und euch nicht nur auf diese eine Kiste da verlassen müsst. Dann müsst ihr zuerst hier unten in den Raum mal rumgucken. Hier kann überall eine Kiste drin sein. Dann geht ihr da raus. Geht hier unten einmal rum, weil das hier hinten einfacher ist, einfach darauf zu springen, auf die Brücke. Auf die müsst ihr nämlich drauf. Auf jeden Fall müsst ihr hier schon einen etwas höheren Level haben, damit ihr das hier überhaupt farmen könnt, weil der Mars, der ist ja nicht gerade easy. Na, hier gibt es ja schon die schweren Legionäre und so. Also ich empfehle hier, auf jeden Fall über Level 20 zu sein. Da jetzt nochmal eben Centurio hier platt gemacht und eine Phalanx. Mein Gott. Und da haben wir schon unsere erste Kiste. Ach, komm schon. Zack. So. Wenn wir hier rauskommen, gehen wir nach rechts. Und gehen hier hin. Hier auf der Klippe kann auch eine Kiste sein, ist aber jetzt gerade nicht. Dann müssen wir hier hoch, Doppelsprung, damit wir auch hier oben drauf sind. So, da kann eine Kiste sein oder da kann eine Kiste sein, ist aber in diesem Fall jetzt nicht. So, jetzt eben mal gucken, dass wir uns hier ein bisschen Platz machen. Na, ich sag ja, das ist kein Farming für Weicheier. Wenn wir hier runtergesprungen sind, ist hier erstmal ein kleiner Raum, in den gucken wir rein. Und Kiste da, keine Kiste da. Dann rennen wir hier nach rechts weiter, da ist direkt der nächste Raum. Da schauen wir rein. Und da haben wir ja schon eine Kiste. Zack. Oh, ja, da haben wir mal richtig abgesandt. 9-mal Relikteisen. 9-mal. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wo kriegt ihr das sonst? So, aber damit ist das Farming noch nicht abgeschlossen. Wir rennen noch ein Stückchen weiter. Hier ist nochmal eine Höhle, ein Raum. Da gehen wir rein und keine Kiste. Okay, weiter geht's. Hier geradeaus weiter über diese Plattform. Zack, direkt einmal 180 Grad Drehung und hier runter. Und da haben wir die nächste Kiste. Gucken wir mal rein. Einmal Relikteisen und 42 Glimmer. Ja, ist ja nicht schlecht. Wenn ihr hier lang geht, achtet auf diese Plattform. Da kann auch noch eine kleine Kiste stehen. Und davon gegenüber wieder ein Raum. Gucken wir rein. Keine Kiste. Wieder raus. So, hier brauchen wir gar nicht reingucken. Da ist sowieso nichts drin. Hier auf dem Dach kann eine sein. Da müsst ihr mal gucken. Da kann hier eine spawnen. Ist aber jetzt gerade auch nicht. Also gehen wir weiter. So. Hier einmal runtergehen, gucken, ob da eine Kiste ist. Da ist nix, da ist auch nix. Weiter geht's. Hier gilt dasselbe auch. Da auf dieser Klappe kann eine Kiste stehen, also im Auge behalten. Die Phalanx machen wir mal eben kaputt mit meinem explosiven Geschenk. Hier könnte eine Kiste drin sein, ist aber jetzt gerade nicht. Also wieder raus. So. Da können wir übers Dach oder hinten rum, je nachdem, wie ihr lustig seid, wie ihr Bock habt. Aber hier müsst ihr sowieso nochmal rüberspringen. Hier braucht ihr gar nicht reingucken, da spawnt keine Kiste. Stattdessen rennt ihr wieder hier unten rein und da haben wir die nächste Kiste. Aufmachen, Relikteisen und 47 Glimmer. So, und dann hier nochmal, hier ist nochmal rechts eine kleine Höhle. Oder ein kleiner Raum, da geht ihr rein. Da könnte auch eine Kiste drin sein, ist jetzt in diesem Fall nicht. Und damit ist unsere Runde abgeschlossen und ich finde, wir haben richtig gut abgesahnt. Ja. Wie man hier hinkommt, zeige ich natürlich wieder hier im Anschluss. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ja, die Fahrt hierhin wird euch gleich auch gefallen. Mit natürlich wieder einem Track von mir. Okay, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und eine schöne Fahrt. Stay tuned, euer Game Blamer. Ciao. In GTA ne dicke Karre in GTA fahr ich.
Ich war in GTA, ne dicke Karre. Ne dicke Karre in GTA war ich. Ich war in GTA, ne dicke Karre. Ne dicke Karre in GTA war ich. Ich war in GTA, ne dicke Karre. Ne dicke Karre in GTA war ich. Ich war in GTA, ne dicke Karre. Ne dicke Karre in GTA war ich. Ich war in GTA, ne dicke Karre. Ne dicke Karre in GTA war ich. Ich war GTA, dicke Karre, GTA.